Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also der Himmel, wenn man ihn mal so mit unseren Augen betrachtet, macht ja eigentlich den Eindruck eines außerordentlich ewigen Zustandes. Ne? Also klar bewegt sich der Himmel, geht auf, geht wieder unter, ja nur deswegen, weil die Erde sich dreht. Gut, die Sonne geht auch auf und unter, der Mond geht auch auf und unter. Und wenn man ein bisschen mehr was weiß darüber, was sich am Himmel abspielt, dann sieht man auch schon mal, wie die Planeten ihre Positionen verändern. Und dahinter stehen die Fixsterne, das scheint also auch immer, die sind fix, die scheinen offenbar fest am Himmel zu stehen. Würde natürlich ein Astronom zu Ihnen sagen, naja, wir können schon die Eigenbewegung messen, wir sehen da schon, dass sich da was bewegt. Aber summa summarum muss man sagen, scheinen sich die Dinge am Himmel, sagen wir mal, mit einer Geschwindigkeit zu verändern, das kann man schon fast als eine Ewigkeit. Also so gut, es tut sich ja nicht so gut wie gar nichts. Besonders interessant wird es, wenn man sich Galaxien anguckt, hat man so Schnappschüsse davon. Ja, das steht halt die Galaxie so da, ein Riesenhaufen voller Sterne und Gaswolken. Und da scheinen ja so Ewigkeitsgebilde zu sein. Und wie entsteht dann sowas? Eine Ringgalaxie. Das, was man da sieht, das ist eine Negativaufnahme. Die ganzen dunklen Punkte darauf sind Sterne. Und man sieht also einen Ring von Sternen und in der Mitte dieses, nicht in der Mitte, aber sagen wir mal innerhalb des Ringes, gibt es offenbar noch eine weitere Ansammlung von Sternen. Da sind die Sterne so dicht gepackt, dass man sie überhaupt nicht voneinander unterscheiden kann. Wie entsteht denn bitteschön sowas? Das ist ja kein Zeichen von der Ewigkeit, ne? Sondern da sind ja offenbar Dinge, haben sich da abgespielt, die man unter Umständen gar nicht mit so einfach erklären kann. Deswegen die Sendung heute. Was ist eine Ringgalaxie? Denn das, was Sie da gesehen haben, ist eine Ringgalaxie. Wie kommt eine Ringgalaxie zustande? Das ist ja komisch. Ja, eine Ringgalaxie. Hat die sich so gebildet? Oder wie entsteht sowas? Also erstmal, was ist eine Ringgalaxie? Also ein Sternring um einen Zentralkörper herum, der ebenfalls aus Sternen besteht. Das ist eine Ringgalaxie, zunächst einmal. Damit haben wir im Prinzip die Frage schon beantwortet, aber ist ja klar, wir geben uns ja mit Was-Fragen nicht zufrieden, sondern wir wollen natürlich wissen, wie kommt sowas zustande, was um alles in der Welt hat dazu geführt, dass Sterne sich so wunderschön strukturiert in Ringen ansammeln. Machen wir es mal so, fangen wir mal von vorne an. Es gibt ja verschiedene Arten von Galaxien. Da gibt es zum Beispiel einmal die sogenannten Spiralgalaxien, wunderschöne große Scheiben, ja, 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Also wie ich immer gern sage, eine Pizzabestellung von einem Ende zum anderen Ende der Spiralgalaxie dauert 100.000 Jahre. Ich wollte das jetzt gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, das ist etwas, was ich den Science-Fiction-Filmen immer übel nehme. Ja, die kommen irgendwo, sind am Rande einer Galaxie, kommen da in eine Krise und dann gibt es meistens eine Funkerin, die dann sich auf einmal schlagartig mit der Zentrale in Verbindung setzen kann. Das kann nicht sein. Ja? Denn es dauert 100.000 Jahre, wenn die am Rand der Galaxie sind, bis also zum Beispiel eine Kommunikation mit der Erde zustande kommt. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Machen wir weiter mit unseren Galaxien. Also Spiralgalaxien sind Scheiben, die sich drehen. Das kann man messen. Man sieht nämlich, dass die Spektrallinien, zum Beispiel von Wasserstoff, bei diesen Spiralgalaxien einmal zu den längeren Wellen ins Rote hin verschoben ist und einmal ins Blaue zu den kürzeren Wellenlängen verschoben ist. Wie kommt das zustande? Wir wissen es natürlich längst. Das eine bewegt sich von uns weg, das andere bewegt sich auf uns zu. Deswegen wissen wir, Spiralgalaxien drehen sich. Spiralgalaxien sind relativ dünne Scheiben, dünn im Vergleich zu ihrer Ausdehnung. Die sind nur ein paar hundert bis ein paar tausend Lichtjahre dick, während sie also hunderttausende von Lichtjahren groß sind. Okay, Spiralgalaxien, da haben die Sterne Bahnen, die um das Zentrum herumgehen. Gut, und Spiralgalaxien, die Spiralen entstehen dadurch, dass also Materie, also Gaswolken, zu solchen Spiralen verzerrt werden. Können Sie selber schön beobachten, machen Sie einen Tropfen Milch in Ihren Kaffee und rühren Sie den um, dann sehen Sie gleich, wie die Spiralen entstehen. Na, die andere Sorte sind die elliptischen Galaxien. Große, riesengroße Kugeln, ja, voller Sterne. Allerdings meistens Sterne einer Art, die sind nämlich quasi mehr oder weniger in einem Akt entstanden. Ja, da gibt es so gut wie überhaupt kein Gas mehr in diesen sogenannten elliptischen Galaxien. Und die elliptischen Galaxien, die drehen sich viel, viel, viel langsamer als die Spiralgalaxien. Spiralgalaxien 220 Kilometer pro Sekunde. Ne, so ein typischer Wert, also geht es richtig zur Sache. Elliptische Galaxien, ne, 40, 50 Kilometer pro Sekunde, deutlich langsamer. Und die Bahnen der Sterne in elliptischen Galaxien, da geht es zu wie ein Bienenschwarm. Das heißt, die bewegen sich so und so und so und so rum. Und all diese Objekte, ob es sich nur um elliptische Galaxien handelt oder um Spiralgalaxien, das sind eigentlich Objekte, die sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, ewig sind. Ne? Die bleiben so. Es sei denn, es passiert was.
Was kann passieren? Ja, fast hätte ich gesagt, eine Galaxie ist auch nur ein Mensch. Stimmt natürlich nicht. Mensch ist viel komplizierter. Viele Galaxien sind nicht allein. Sie sind neben nicht allein im Universum, die Galaxien, sondern häufig treffen die sich, laufen aneinander vorbei und beeinflussen sich. Durch was? Klar, das Schwerefeld, das Gravitationsfeld. Also ich möchte, merken schon, wie meine Stimme runtergeht, weil Gravitation, Masse ja was damit zu tun hat, dass der Raum sich krümmt, dass der Raum sich verbiegt. Und natürlich merkt der Raum, beziehungsweise merkt eine Galaxie was davon, wenn eine andere Galaxie an ihr vorüberfliegt. Weil der Raum dann eine andere Krümmung hat und auf einmal fängt Gas, was eben noch zu der einen Galaxie gehörte, an, sich zu der anderen rüber zu bewegen. Ja, auf diese Art und Weise gibt es riesengroße Gasbrücken im intergalaktischen Raum. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Das erklärt aber alles noch nicht die Ringgalaxien. Das ist also diese Wechselwirkung von Galaxien, zum Beispiel diese elliptischen, die sind also häufig Kannibalisten. Ja, also nee, Kannibalisten nicht, fast Kannibalen sind es. Elliptische Galaxien neigen dazu, alle Galaxien in ihrer Umgebung aufzufressen. Flupp, weg. Deswegen sind die Ellipsen auch so groß. Spiralgalaxien neigen schon mal eher dazu, sagen wir mal, zu so einem kleinen Tänzchen, ja, die, also sie aneinander vorbeifliegen. Und bei diesen Wechselwirkungen bewegt sich eben nicht nur Gas, sondern es bewegen sich auch die Sterne. So. Und die Sterne reagieren natürlich besonders empfindlich auf Veränderungen des Schwerkraftfeldes. Gut. Es gibt, also, Sie erinnern sich, es gibt diese Galaxien, die einzelnen Galaxien. Die einen sind also mehr so diese Bienenschwärme, das sind die elliptischen, das andere sind die Scheiben und so weiter. Immer sind Sterne im Geschäft und die Sterne hier drehen sich um das Zentrum bei den elliptischen. Ja, soweit klar? Gut. Und jetzt nochmal, die Wechselwirkung führt dazu, dass also Materieaustausch zwischen den Galaxien passieren kann. Und ab und zu passiert Folgendes. Das ist quasi, wie soll ich jetzt sagen, ein Treffer ins Schwarze. Nehmen wir mal folgenden Fall. Sie können sich hier vorstellen, hier haben wir eine Spiralgalaxie. Die liegt jetzt so da. Das ist, also hier so liegt die Spirale, also die ganze Scheibe liegt da. Jetzt kommt von hier, kommt jetzt eine kleinere Galaxie angeflogen und die fliegt jetzt durch diese Scheibe durch. Und zwar genau in der Mitte. Ja. Das heißt also, die kleine, jetzt sehen Sie hier die Scheibe noch, sehen Sie hier? Die kleine Galaxie fliegt durch diese Scheibe durch. Was passiert jetzt? Dadurch, dass die kleine in diese große Scheibe hineinfliegt, ändert sich ja das Gravitationsfeld. Warum? Weil die kleine hat Masse und diese Masse addiert sich zur Masse der Spiralgalaxie dazu. Was passiert eigentlich bei so einer Wechselwirkung von Galaxien? Also nicht, dass Sie jetzt den Eindruck kriegen, wenn zwei Galaxien aufeinander prallen, dass dann die Sterne zum Beispiel miteinander stoßen oder was. Die Abstände zwischen den Sternen sind so riesengroß. Ja? Die Sterne bewegen sich praktisch in so großen Volumina, dass die sich niemals treffen, nie im Leben. Ja? Nur in ganz, ganz besonderen Fällen passiert da mal irgendwas in dieser Richtung. Ja? Sondern es ist immer so, dass die Schwerkraftfelder dieser kombinierten Massen, die ja alle in diesen Galaxien drin sitzen, dass die Schwerkraftfelder sich gegenseitig beeinflussen und damit die Bahnveränderungen hervorrufen, die wir bei den Ringgalaxien nämlich sehen. Also, wollen wir noch mal gucken, Sie sind noch da. Hier haben wir die Scheibe. Ja? Und durch diese Scheibe knallt nun diese kleine Galaxie durch. Dadurch ändert sich das Schwerkraftfeld. Es wird nämlich in der Mitte, wird die Masse größer. Was heißt, dass die Masse größer wird? Die Schwerkraft wird größer. Die ehemals noch am äußeren Rand der Scheibengalaxie liegenden Sterne werden nun nach innen wandern, weil während der Zeit der Wechselwirkung, das sind jetzt für astronomische Begriffe, also sind das quasi Schnappschüsse, das dauert so 10 bis 100 Millionen Jahre, also quasi sofort. Ja. Während der Zeit der Wechselwirkung merken die Sterne natürlich außen, oh, da ist ja mehr, also jetzt im übertragenen Sinne, physikalisch gesprochen, ist es eine Erhöhung der Schwerkraft, weil die Masse größer wird. Im übertragenen Sinne merken also die äußeren Sterne was davon, dass die Masse größer wird. Und die Sterne, was machen die, wenn die, nicht? Was machen die, wenn die merken, dass die Schwerkraft, dass die Anziehung durch die Gravitation größer wird? Die Sterne fangen an, nach innen zu laufen. Ja? Ist klar. Müssen sie ja. Was sollen sie sonst machen? Nicht? Ist klar. Die Schwerkraft wird größer, Sterne fangen an, nach innen zu laufen. In der Zwischenzeit aber ist natürlich Einstoßpartner, Einsturzpartner ist schon längst durchgefallen. Während also die Sterne nach innen fallen, verschwindet der Grund für die Bewegung der Inwärtsbewegung, Einwärtsbewegung der Sterne. Der andere ist durchgefallen, ist schon längst weg. Und was machen die Sterne jetzt? Sie wandern wieder nach außen. Unwahrscheinlich, ne? Aber so ist es. So entsteht dieser Ring nach außen, dieser Sternring innen,
entsteht so. Die Sterne im Innersten der Spiralgalaxie allerdings, die sind nicht mehr zu bremsen, die sind nicht mehr zu halten. Die haben natürlich besonders stark gemerkt, dass in ihrer Nähe das Schwerkraftfeld sich geändert hat, weil ja eine kleinere Galaxie da durchgefallen ist. Und deswegen schrumpft der Teil im Innern zusammen. Ja? Da ist zwar die andere weg, aber die können sich nicht mehr halten. Und dadurch entsteht eine sehr, sehr starke Verdichtung der Sterne im Innern. Und außen entsteht dieser Ring. Dieser Ring ist quasi ein Zeichen dafür, dass vor einiger Zeit in dieser Galaxie mal was passiert ist, nämlich eine Wechselwirkung mit einer anderen Galaxie, die praktisch durch sie hindurchgeflogen ist. Das ist aber noch nicht alles, das wird jetzt noch viel doller, weil natürlich nicht nur die Sterne auf diese Veränderung des Gravitationspotenzials, um mal hier einen Fachbegriff zu verwenden, also ein Potenzial ist ein Maß dafür, wie stark ein Feld ist, in dem Fall das Feld der Schwerkraft. Also die Veränderung dieses Schwerkraftfeldes, des Gravitationspotenzials, wird nicht nur von den Sternen beobachtet, und gespürt, also beobachtet ist falsch, gespürt, sondern auch vom Gas. Ja, ja, das Gas muss mit. Ja, das Gas fließt also auch, genauso wie die Sterne, zunächst einmal nach innen. Ja? Aber irgendwann ist ja der Grund für den Fluss nach innen weg. Dann ändert sich das Schwerkraftfeld wieder und das Gas marschiert quasi mit den Sternen, nicht alles, aber vieles davon, wieder nach außen. Warum machen die das eigentlich? Also jetzt müssen wir mal einen ganz kurzen Moment in eine ganz einfache Kräftebilanz hineingehen. Warum ist die Banane gut? Wenn ich fasse, also warum bewegen sich überhaupt Körper um andere Körper herum? Das ist ein Kräftegleichgewicht. Die Gravitation zieht nach innen. Und die Tatsache, wenn also ein Körper eine gewisse Drehenergie hat, eine gewisse Umkreisungsgeschwindigkeit, dann erzeugt er damit eine Zentrifugalkraft nach außen. Das heißt, diese beiden Kräfte halten sich im Gleichgewicht, da wo der Körper sich um den Zentralkörper bewegt. Bestes Beispiel, die Planeten um die Sonne. Ja? Bei den Galaxien ist es in gewisser Weise ganz ähnlich, nur hat man da im Inneren keinen einzigen Körper, sondern eine große Massenverteilung. Wenn sich also im Inneren die Masse verändert, dann merken die Teilchen das natürlich außen und müssen anfangen, wenn die Masse sich vergrößert, nach innen zu laufen. Wenn die Masse sich verringert, dann haben sie so viel Speed da, also so viel Umkreisungsgeschwindigkeit, sie haben so viel Rotation da drin, dass sie wieder nach außen laufen. Genau das gleiche gilt fürs Gas. So. Also das Gas läuft jetzt genauso wie die Sterne, ein Teil davon nach außen und ein Teil davon nach innen. Und wenn Gas anfängt sich zu verdichten, also richtig komprimiert zu werden, dann entstehen ja Gaswolken. Und wenn Gaswolken da sind, dann wird also die Materie irgendwann anfangen, unter ihrem eigenen Gewicht, wenn die Gaswolken groß genug sind, unter ihrem eigenen Gewicht zusammenzufallen. Und in diesen Gaswolken, die nur deswegen entstanden sind, weil da ein Einschläger durch diese Galaxie durchgelaufen ist, in diesen Gaswolken entstehen neue Sterne. Deswegen sind solche Galaxien, die Wechselwirkung zeigen, ausgezeichnet durch Sternentstehungsgebiete, wo besonders viele blaue, also heiße Sterne drin sind, die just entstanden sind und die auch relativ schnell wieder vergehen werden, weil sie ja viel schwerer sind als die Sonne. Also Sie wissen ja alle, dass die Lebensdauer eines Sterns extrem davon abhängig ist, wie groß seine Masse ist. Im Innern wird ja dann, wenn der Stern zu schwer ist, wird die Fusion so schnell sein, dass er ruckzuck vergeht. Das heißt, Ringgalaxien sind ein Zeichen dafür, dass da draußen im Universum nichts ewig ist, sind ein Zeichen für die unglaubliche Dynamik, die sich da abspielt, auch wenn sich das auf Zeitskalen, wenn das auf Zeitskalen verläuft, die für uns Menschen vielleicht zumindest auf diese Art und Weise nicht so einfach erklärbar sind. Aber sie zeigen uns, da draußen ist nichts ewig. Wie heißt es so schön? Ewigkeit, mit der Ewigkeit beschäftigen sich solche Menschen, die zu viel Zeit haben.